es gibt ja viele CDs mittlerweile mit Kinderliedern. Und meine CD ist ja, natürlich können die auch von Kindern gehört werden, aber es ist eigentlich die Idee, dass erwachsene Menschen sich erinnern an die Kindheit. Wie sehe ich jetzt die Kindheit als erwachsener Mensch? Und das war eigentlich ein Thema, das ich sehr interessant fand, sowas musikalisch umzusetzen. Die Idee, ein Programm mit Musik über die Kindheit zusammenzustellen, fiel dem Gitarristen Stefan Bartschei geradezu in den Schoß. Für ein Augsburger Konzert mit zeitgenössischer Gitarrenmusik wünschte er sich ein Stück, das von einem ortsansässigen Komponisten geschrieben sein sollte. Seine Wahl fiel auf Dominik Uhrmacher, eigentlich Cellist, der zunächst ablehnte, etwas für Gitarre zu schreiben. Na gut, dann habe ich mir gedacht, dann gibt es eben ein Konzert ohne Augsburger Komposition, was aber dann doch nicht war. Nämlich 6 Wochen später hat er dann angerufen und hat gemeint, ich habe da was, ob wir uns mal zusammensetzen können. Dann haben wir uns also bei einem gemütlichen Bier getroffen und er hat mir dann was vorgelegt, was ich sehr schön fand. Und das war dann die erste Komposition auf dieser CD, nämlich Toccatina Lego. Die Toccatina Lego, also eine kleine Lego-Toccata, bekam ihren Titel von einem typischen Gespräch zwischen dem Sohn, der sich langweilt, und der Mutter, die ihm vorschlägt, spiel doch mit Lego. Die Musik selber ist jetzt natürlich überhaupt nicht kindlich, obwohl auch die Erkennungsmelodie von Pippi Langstrumpf drin vorkommt. Also für die Kenner ist es ganz deutlich zu hören. Eine Besonderheit in dem Stück ist auch, dass er quasi das Umstimmen der Gitarre, also es geht zuerst, dass die tiefste Saite noch tiefer gestimmt wird und später wird sie dann wieder zurückgestimmt, also das quasi in die Komposition mit einbauen. Das fand ich auch einen sehr schönen spielerischen Gedanken. Ja, das fand ich so eine tolle Idee, wie man eigentlich fast eine alltägliche Situation zwischen einer Mutter und einem Kind in einen musikalischen Gedanken umsetzen kann, dass ich mir gedacht habe, da will ich einfach mehr Kompositionen haben, die sich mit diesem Thema Kind, Kindheit auseinandersetzen. Und das war quasi der Grundgedanke von dieser Children's Corner. Stefan Bartschei ging nun nicht nur für die Einspielung einer CD, sondern auch für die Erweiterung seines Konzertes Repertoires auf die Suche nach weiteren Komponisten. Also ich habe nur ein Thema in den Raum gestellt, Musik zum Thema Kindheit. Und es sind wirklich ganz, ganz unterschiedliche Sachen entstanden. Also Alois Bröder hat was Interessantes gemacht. Er hat Kinderreime genommen und hat quasi diese Kinderreime vertont. Maria. Blaue, blaue Wolken, Maria hat gemolken. Die Gitarre zu benutzen mit Spieltechniken, wie man sie nicht kennt, ist immer was Interessantes, weil es einfach den Horizont erweitert. Ja. Da ist gerade Maria, glaube ich, eine ganz gute Idee. Da verwendet Bröder ja die linke Hand mit den Fingernägeln und macht quasi ein langsames Glissando von ganz unten am Steg bis hoch zum Sattel. Er wird dann auch schneller und das macht einen ganz, ganz tollen Klang. Die Komponisten haben für Children's Corner ein breites Spektrum der kindlichen Lebenswelt in Musik verwandelt. Stefan Bartschei öffnet den Hörern mit seinem mal intimen, mal kraftvollen Spiel einen Blick ins Kinderzimmer und in die kindliche Seele. Da sind hingewürfelte Gegenstände, versunkenes Spiel, Fantasie und Träumereien, Aggressionen und die Verwirrung des Erwachsenwerdens, wie in dem Stück »Vom Kindsein« des Filmkomponisten N.J. Schneider.
Ennio Schneider hat fast wieder Filmmusik gemacht. Also es sind Bilder, die da entstehen, wenn man diese Musik spielt oder hört. Fast tiefenpsychologisch. Und ich denke, so es hat jeder einen unterschiedlichen Ansatz verwirklicht auf der CD. Die Lust am Spiel manifestiert sich in den Stücken auch durch die Verwendung von ungewöhnlichen Spieltechniken oder begleitenden Instrumenten. Bling Blong von Joachim Schneider, diese Spieluhr, die daheim auf dem Nachtkästchen ist und wenn einem langweilig ist, wenn man nicht einschlafen kann, wenn man Angst hat, dann dreht man da rum und hört eben Bling Blong. Ja? Und ich glaube, diese Spielurteile sind schon wirklich dieses Erinnern an die Kindheit, dass er als erwachsener Mensch sich Zeit nimmt, sich vielleicht musikalisch mit seiner Kindheit auseinanderzusetzen. Und dann kommt die Gitarre, die teils auch so ein bisschen verträumt ist. Wer Stefan Bartschay und seiner CD Children's Corner zuhört, lauscht in gewisser Weise eine Reihe von 27 kurzen oder längeren Geschichten, erzählt auf der Bettkante oder beim Spaziergang. Der intime Klang der Gitarre, der fast unvermittelt in ein archaisch anmutendes Trommelkonzert umschlagen kann, entführt den Zuhörer in eine scheinbar vertraute und doch fremde Zeit.